Einen wunderschönen guten Tag. Ah, haben wir Pause. Ich habe gerade ein bisschen geschlafen, sah aus danach, als hätte ich gerade auf die Fresse gekriegt. Ja. Noch einen schönen Handabdruck auf meinem Kopf, in meinem Gesicht. Na, wo sind wir denn gerade? Wir sind gerade Wandersleben. Wir machen gerade schön Pause, haben gerade noch mal die ersten. Ah, waren gerade auf Toilette, Junge, das stinkt da drin, als hätte da irgendjemand schon seit 3 Jahren drin geschissen in die Toilette und nicht gespült, ey. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. Aber gut. So, was haben wir heute schon gemacht? Ja, nichts weiter. Na, wie gesagt, wir sind heute früh halt um 7 Uhr, war ich erst beim Zahnarzt gewesen. Und dann. Danach bin ich nochmal nach Hause gefahren, hab meine ganzen Sachen gepackt. Ja, und bin dann irgendwann so gegen kurz nach 8 in die Firma. Und ich glaube halt 9:30 in dem Dreh bin ich dann unterwegs. Fahr nach Bingen, also nach Mainz, da die Ecke. Morgen früh ausladen, dann zurück zu Rewe. Da neu laden. Und ja. Mittwoch halt wieder ausladen. Also, ganz entspannt erstmal. Ich bin müde und ich weiß ja nicht warum. Ekelhaft. So, ich will mal kurz gucken hier. So war sich schönes Wetter gerade. War heute ein LKW wahrscheinlich gewesen. Ich sag euch mal was. Und so sieht er nach dem Waschen aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die ganze Verfärbung ist ganz weißer. Richtig toll. Andere Seite vielleicht auch noch mal gucken. Lohnt sich definitiv. Oder hat sich gelohnt. Einwandfrei. Die ganze Suppe noch schön vom Auflieger runtergetroppt. Geile Scheiße. Wir haben abgeladen und wir fahren jetzt nach Dietzenbach. Keine Ahnung, ob wir da die Ladung haben oder nicht, weiß ich nicht. Ich fahre schon mal in die grobe Richtung. Ja, und dann schauen wir mal weiter, ne? Also wenn sich wieder irgendwas ergibt, wisst ihr Bescheid, ich melde mir. Einmal Komplettladung. Dietzenbach, alte Tankstelle, Rollcontainer und Cast, was auch immer Cast normal ist, ich weiß es nicht. Feierst du das immer wieder. Aber ist ja auch nicht wichtig. Also, wenn wir da gegen 10:30 in den Dreh wegkommen sollten, ist das ja nicht mal so verkehrt. So, meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, aber ich bin fertig mit Laden. Es ist 11:10 Uhr. 10.11 Uhr und wir düsen jetzt los im Sauseschritt Richtung Heimat. Achso, ja, aber es ist jetzt nicht zu, also zu knapp oder so? Oder ja, aber du kannst eigentlich erzählen. Wenn du dafür nur 13 Minuten brauchst.
runterkommen. Ja, komm mal. Erzähl mal. Ja, ich muss mal kurz rausgucken, was die Fragen waren. Ihr seid eine Zuhörerin geschrieben. Die hat es mir auch geschrieben. Ach, sie hat die auch geschrieben? Ja, sie hat. Kommt da wieder ordentlich was runter hier an Schnee? Yay, super. Freut mich. Das ist ein bisschen was hier runterkommt. Nicht schlecht. Schon ein bisschen länger suchen, deswegen fängt man. Einen wunderschönen guten Morgen. Und es ist Mittwoch. Zwischen 18 und 50. Kann ich schon mal. Wir fahren jetzt nach Berlin. Wir haben es kurz vor 9. Ich habe gesagt, ich bin um 9 da. Aber wie das Leben so spielt, bin ich es nicht. Weil Bequemlichkeit. Ja, wir fahren jetzt nach Berlin-Laden und dann fahren wir wieder raus nach Bingen. Und dann, ja, eigentlich ist das Quatsch, wenn wir heute rausfahren, aber. Und dann müssen wir am Freitag bei Rewe wieder laden. Also praktisch stehe ich morgen den ganzen Tag eigentlich nur rum. Aber die Zeit kriegen wir auch noch rum. Irgendwie. Definitiv so, ja. Also, dann bin ich denn, ne? Ich stehe gerade hier beim Kunden in Berlin und während ich hier mein Bubble mache, weil ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr viel Englisch zu lernen, fühle ich mich hier gerade wie in so einer Zweiklassengesellschaft. Also wir als Fahrer von unserer Spedition müssen Mundschutz tragen. Das ist wieder das leidige Thema. Die andere Firma, die ja tagtäglich ist, anscheinend muss kein Mundschutz tragen. Warum auch immer, vielleicht wurden sie getestet oder so, ich weiß das nicht. Also erstmal ja bekanntlicherweise befreit von dem Mundschutz. Ja, ich sag euch, hier ist was los. Zeigt. Aber wir wollen ja auch ins Gewerbegebiet, nur das Problem ist, mein Kollege steht schon da, der Scania-Fahrer, und der Scania-Fahrer hat schon mir gesagt, sieht schlecht aus. Ja, ich sag mal so, ne? Okay, nee, alles gut. Oder wir stellen uns einfach hier hinten hin.
Dann gucken wir, wir müssen auch mal gucken, wie groß. Scheiße. Wenn der noch ein kleines Stückchen vorfahren würde, hätte eigentlich kein Problem. Ich glaube, nee, fuck, Alter, das wird nie reichen. Das wird nie reichen. Scheiß die Wand an. Oder? Wir gucken mal gemeinsam. Wir kommen jetzt kurz mit. Wir stehen aber drinne. Das heißt, Arsch geleckt. Ja, ach, wir bleiben hier stehen. Alle Dude. Einen wunderschönen guten Morgen. Nachdem ich da die Aufnahme von den beiden LKWs gemacht habe, ist ja nicht mehr viel passiert, weil wir haben ja erst Ladetermin heute. Ja, und zwar gestern war halt Donnerstag gewesen und gestern haben wir halt nur ausgeladen und sind nach Dietzenbach gefahren. Und da gab es halt nichts großartig zu filmen und nicht großartig was zu machen. Also von daher, na, erster Tag noch rumgegammelt bei dem Wetter. Wird auch nicht einmal möglich gewesen. Mein Gott, guckt euch mal diese Scheiße an hier. Kickt euch diese Scheiße an. Was haben die hier gemacht? Ey, das ist nicht mehr normal. Schlagloch über Schlagloch. Alter Falter, ey. Junge, wann machen die das endlich mal? Das ist furchtbar. Alter, da ein Schlagloch, da. Alter! Du kannst ja hier permanent schon auf der linken Spur fahren fast. Ist ja furchtbar. Übrigens, da drüben ist kein See, das ist einfach nur geschmolzenes Wasser.
machen die auch. Sag mir mein Disponent vorhin. Naja, wann bist du denn hier in der Firma? Ich so, ja wie? Ja, keine Ahnung, ich hab's vor so gegen halb neun in dem Dreh. Ja, na, wie machen wir denn? Muss da der LKW in der Werkstatt stellen? Ich so, warum muss ich meinen LKW in der Werkstatt stellen? Na, weißt du das denn nicht? Ich so, na was denn? Na, die Ware dürfte doch nicht kalt werden. Ich so, was soll an der Ware nicht kalt werden? Das ist doch einfach nur Werbeware und ein bisschen Haushaltsware. Da ist jetzt keine Konserve, keine Tränke, nichts ist da drauf. Ach so? Ja. Die haben uns gesagt, das dürfte nicht kalt werden. So, ist ja nicht. Ja, jetzt habe ich das halt so geklärt, dass ich heute noch bei Rewe ausladen darf. Und ja, sicher. Meine wunderbaren Damen und Herren, herzlich willkommen zum Schneechaos Teil 2. Ich weiß nicht, also wirklich 500 Kilometer, keine einzige Schneeflocke. Und nun sind wir hier im Land Brandenburg. Und teilweise fahre ich hier nur noch mit 30 oder 25 über der Autobahn, weil hier eigentlich nichts oder einfach gar nichts gemacht ist. Oh, ich wollte heute noch abladen, Leute. Abladen. Und ich habe noch 15 Kilometer bis zum Kreuz. Und ich bin mal gespannt, ob es dann läuft oder nicht. So. Geht los. Angemeldet. Angemeldet. Losgefahren. Also. Ab. Dreieck Potsdam lief es wieder ein bisschen besser. Ab Dreieck Werder war noch okay gewesen. Ab Spandau konnte ich noch mal wieder ordentlich Jalla geben, ordentlich Gas geben. Da war wieder alles frei gewesen. Und hier schneit zwar hier, aber hier ist halt Oranienburg. Nix. Tor 22 dürfen wir einmal ranfahren.